Hi, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, doch noch schnell ein Video zu Reihe 4 zu drehen. Denn Reihe 4 ist ganz ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsreihe. Wer vielleicht da Schwierigkeiten hat oder so, braucht vielleicht dieses Video. Deswegen lasst uns doch den Anfang von Reihe 4 zusammen machen. Zu Beginn der Reihe 4 habt ihr also das Garn A als Arbeitsgarn da hängen und die erste Masche, die müsst ihr einfach nur abheben. Die nächste Masche ist eine linke Masche. So, und dann müsst ihr das Garn wieder nach hinten legen. Das ist jetzt wichtig, dass ihr in der ganzen Reihe immer daran denkt, vorm Abheben das Garn nach hinten zu legen. Dann hebt ihr die Masche ab und müsst ja jetzt wieder eine linke Masche stricken. Dafür kommt das Garn wieder nach vorne. Ihr strickt eure linke Masche. Jetzt kommt wieder die Masche, die ihr abheben müsst und dafür erstmal das Garn nach hinten legen, dann abheben, dann das Garn wieder nach vorne legen und die linke Masche stricken. Das Garn nach hinten legen, die Masche abheben, das Garn nach vorne legen und die linke Masche stricken. Noch einmal das Garn nach hinten legen, die Masche abheben, das Garn nach vorne legen und die linke Masche stricken. So. So geht es dann weiter bis zum Ende der Reihe. Diese Reihe mag ich nicht so gerne, weil irgendwie das ist ja dann alles hier in der Farbe A und ich finde es viel einfacher und schöner, wenn sich die Farben abwechseln. Aber in der nächsten Reihe ist es ja dann wieder soweit. Also, das war jetzt die Reihe 4. Und jetzt habt ihr wirklich die Anleitung für die Reihe 2, 3, 4, Entschuldigung, von 1 bis 4. Das heißt, ihr könnt jetzt selbstständig weiter stricken, bis ihr ungefähr 46 Inches habt. Das sind ungefähr, würde ich mal sagen, ohne jetzt nachzugucken, ungefähr 110 Zentimeter. Dann müsst ihr einfach das Garn B abschneiden und wir treffen uns dann zu einem neuen Video wieder, wenn es darum geht, die Farbe C als nächsten Streifen dann einzufügen. Aber bis dahin wird es bestimmt noch von mir ein, zwei Videos geben, einfach ein Update, wo ich gerade bin, wo Schwierigkeiten aufgetreten sind, wo ich vielleicht was verbockt habe und habe reparieren müssen. Das ist nämlich ehrlich gesagt schon meine Horrorvorstellung, wenn mir das hier passiert, weil ich bin ja keine geübte Strickerin. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann heißt es eigentlich ribbeln, weil ich sowas nicht retten kann. Aber wer weiß, vielleicht habe ich dann schon ein paar Tipps und Tricks für euch. Und dann sehen wir uns in ein paar Reihen wieder, wenn ich ein Stückchen vorangekommen bin und euch vielleicht dann auch schon mal das Muster besser zeigen kann. Vielleicht, wenn ich so 2, 3 Zentimeter auf der Nadel habe, dann melde ich mich nochmal bei euch. Ansonsten schreibt mir, wenn ihr Fragen habt und lasst die Nadel glühen. Bis dahin. Tschüss.